macht sein Ding. Frank Lorenz aus Idar-Oberstein. Für die Bühne hat er seinen sicheren Job als kaufmännischer Angestellter an den Nagel gehängt. Nach 26 Jahren. Seine Brötchen verdient Frank Lorenz jetzt als Bauchredner. Zu seinen Lieblingspuppen gehört Opa Hansen. Sie haben sich ganz schnell in die Schale geschmissen. Was? Sie haben sich in die Schale geschmissen. Ich habe in die Schale geschmissen? Nein! Der Star seiner Truppe ist aber Affe Charlie. Für dieses Jahr ist der Puppencomedian ausgebucht. Aber Frank Lorenz arbeitet ständig an neuen Ideen. Er brennt eben fürs Bauchreden.